Stelle eine Parabelgleichung der Parabel p auf, deren Scheitelpunkt bei s minus 3, 2 hat und durch Punkt q 7, 3 geht. Sobald von dem Scheitelpunkt die Rede ist, wissen wir sofort, aha, wir brauchen die Scheitelform. Die finden wir in der Formelsammlung auf Seite 13 und heißt, y ist gleich a mal Klammer auf x minus xs Klammer zu zum Quadrat plus ys. Wir haben in diesem Fall den Scheitelpunkt gegeben und einen weiteren Punkt q. Wie wir von Punkten wissen, die erste Zahl entspricht immer der x-Koordinate. In dem Fall ist es die besondere, nämlich die x-Koordinate des Scheitelpunkts und die y-Koordinate des Scheitelpunkts. Also genau das, was wir hier in der Scheitelform haben. Bei dem Punkt q ist ein ganz beliebiger Punkt auf der Parabel, ist aber ähnlich. Das heißt, das erste ist wieder die x-Koordinate und das zweite ist die y-Koordinate. Wir müssen jetzt diesen Scheitelpunkt und den zusätzlichen Punkt in unsere Scheitelform einsetzen. Über das a wissen wir momentan noch nichts. Das y entspricht dem y-Wert des zusätzlichen Punktes und dieses x entspricht dem x des zusätzlichen Punktes, dem x-Wert. Also setzen wir ein. Y ist also 3, ist gleich. A kennen wir nicht, mal Klammer auf. Für x nehmen wir die x-Koordinate des Punktes q, also 7, minus, jetzt kommt die x-Koordinate des Scheitelpunkts, minus 3, Klammer zu zum Quadrat, plus ys, das entspricht der plus 2. So, wir haben jetzt eine Gleichung. Und diese Gleichung sehen wir nur noch, der Parameter a ist unbekannt und nach diesem a lösen wir jetzt auf. Also 3 mal a mal, so jetzt vereinfachen wir diese Klammer hier drin. 7 minus minus 3 sind plus 3, Klammer zu zum Quadrat, plus 2. So, 7 plus 3 sind 10 zum Quadrat plus 2. Als nächstes rechnen wir die Potenz aus. 10 Quadrat sind 100 plus 2. Jetzt kann ich das ja noch umschreiben, wenn ich will. Beziehungsweise, was ich auch schon machen kann, ist, diese plus 2 auf die andere Seite rüberbringen mit minus 2. Da habe ich stehen, 1 ist gleich 100a. Jetzt muss ich noch durch den Faktor vor dem Parameter a teilen, also geteilt durch 100. Und dann kriege ich raus 0,01 ist gleich a. So, jetzt muss ich auch noch die Parabelgleichung aufstellen. Ich habe jetzt lediglich ausgerechnet, was für einen Wert der Öffnungsfaktor hat. Dazu nehme ich jetzt einfach wieder meine Scheitelform her und setze Scheitelpunkt plus Öffnungsfaktor ein. Also 0,01 mal Klammer auf x minus die x-Koordinate des Scheitelpunkts ist minus 3, Klammer zu zum Quadrat, plus y-Koordinate des Scheitelpunkts ist plus 2. Vereinfachen wir noch einen Schritt. Minus minus 3 sind plus 3, plus 2. Und damit haben wir die Parabelgleichung aufgestellt.